Ja, einen schönen guten Vormittag auch von meiner Seite. Ich bin nicht nur langjährig Medico verbunden, sondern ich bin auch langjähriges Medico-Mitglied. Ich weiß noch, als ich habe hier in Frankfurt am Main studiert, promoviert und Joachim Hirsch fragte mich irgendwann in den 90ern, ob ich nicht Mitglied werden wollte und habe das sehr gerne getan und bin das bis heute ganz stolz. Ja, Glückwunsch an die Stiftung. Ich muss mich hier noch kurz, dass das nicht so runterrutscht, geht. An die Stiftung Medico International zum 20-jährigen Bestehen. Vielen Dank auch von meiner Seite an die Organisatorinnen und vor allem an Thomas Gebauer, Zafir Kohlen auch für die schöne Einleitung, Rahmen und Begrüßung. Auf der Rückseite des Programms steht sein Bild von Thomas, Haltung zählt. Und das habe ich bei ihm immer sozusagen bewundert, geschätzt. Ich hatte ihn auch mehrfach nach Wien zu Vorträgen eingeladen. Und eben das Festhalten an grundlegenden Alternativen. Dank auch an das Interesse hier alle heute im Raum für dieses Thema und natürlich jene, die das sich nachträglich ansehen. Ich habe eine enorme Vorfreude auf den heutigen Vortrag gehabt, nicht wegen der weltpolitischen und weltwirtschaftlichen Situation, aber sich als Teil eines klugen, kritischen, emanzipatorischen, politisch auch relevanten und sozial angenehmen Kontextes zu begreifen, das ist wirklich wichtig. Das ist eine Bestärkung, viele Bekannte hier auch im Raum, gerade angesichts der Verzweiflung der Weltlage. Das sollten wir gar nicht unterschätzen, dass wir eine gewisse auch Relevanz haben, überhaupt mal mit unseren Klärungsprozessen, mit den Diskussionen. Ich bin auch aufgeregt, ob ich eben mit meinen Überlegungen etwas zur Verständigung beitragen kann. Das müssen wir nachher in der Diskussion sehen, das müsst ihr entscheiden. Ich bin wahrscheinlich weniger aufgeregt als vor 2 Wochen, weil ich genau vor 2 Wochen meiner lieben Susanne das Ja-Wort gegeben habe. Aber genau, das wollte ich kurz noch erwähnen. Danke. Im Vorgespräch sagte Thomas und jetzt auch gerade in der Begrüßung, mach mal was zur Faktenlage, zur objektiven Realität. Ich wäre ein bisschen bescheidener. Ich würde sozusagen versuchen, ein paar Überlegungen anzustellen, was ist eben Teil, um eine befreite Gesellschaftlichkeit, um eine andere Globalität zu verstehen, mit was müssen wir uns da auseinandersetzen. 3 Überlegungen an diesem Vormittag. Das eine, ich führe das nicht besonders aus, der klimapolitische Backlash, den wir ja erleben, und das überlagert, das wäre meine erste These, von geopolitischer und geoökonomischer Konstellation. Das zweite, Thomas hat das bereits eingeleitet, nochmal das Argument von Markus Wissen und mir, warum kommt der Kapitalismus ans Limit, und zwar gerade weil sich die imperiale Produktions- und Lebensweise vertieft. Und das führen wir in dem erwähnten Buch auch aus, indem wir, das ist meine dritte Überlegung, 3 Projekte, 3 Szenarien darstellen, wie nun sozusagen in der multiplen Krise, in der Klimakrise, um die Bearbeitung dieser Krise gekämpft wird. Ich fühle mich etwas seltsam, weil ich bei Thomas Wagner vor einigen Wochen das Buch auch vorgestellt habe im Haus am Dom. Thomas hat ja diese ganz wunderbaren, wichtigen Reihen, wir bräuchten einen Thomas auch in Wien, der sozusagen diese Räume immer wieder schafft und interessant füllt. Wenn sozusagen die eine oder andere Doppelung jetzt bei mir im Vortrag ist, bitte ich das zu entschuldigen. Erste Überlegung. Die Weltzerstörer haben wieder Konjunktur und die Weltbewahrerinnen sind in der Defensive. Und ein Indikator oder einige Indikatoren dieses Backlash, klimapolitisch auch anderweitig, der Aufstieg der autoritären Rechten ist genannt worden, ist natürlich, sozusagen sind die Wahlerfolge, ist die Klimahysterie, mit der jetzt gerade in Österreich, wo ja übermorgen gewählt wird, die FPÖ sozusagen kräftig absahnt. Es ist aber auch der politische Kampf, das Aus vom Verbrennermotor zu besiegeln, indem das Aus vom Aus in der EU beschlossen wird, also die fossile Entwicklungsweise beizubehalten. Und auf der alltagsweltlichen Ebene ist es, ich hatte das auch vor ein paar Wochen erwähnt als Beispiel, die Studie der Internationalen Energieagentur im Jahr 2023 waren von den weltweiten Zulassungen von Autos 48% SUVs und größer. Und größer heißt, dass in den USA der SUV bereits als Mittelklassewagen gilt und der Pickup, vor allem bei Studierenden, wie mir eine Kollegin erzählte, ziemlich in ist. Das ist auf der Alltagsebene sehr ernst zu nehmen. Dass offensichtlich das, was wir vielleicht vor 10 Jahren dachten, was Markus Wissen und ich noch
im Buch der imperialen Lebensweise gedacht haben, eine ökologische Modernisierung des Kapitalismus könnte irgendwie an Fahrt gewinnen, ne? Mit aller Kritik, die wir in dem Buch äußern. Aber selbst diese ökologische Modernisierung ist enorm unter Druck, ganz zu schweigen von weitergehenden emanzipatorischen Ansätzen. Vielleicht, wir sind ganz neugierig in Österreich, vielleicht erleben wir jetzt aufgrund der Überschwemmung, der Starkregen, die ja viele von Ihnen mitbekommen haben, in Österreich, vielleicht erleben wir so eine Art Fukushima-Moment am Wochenende. Es wäre zu wünschen, erinnern sich, damals waren in Baden-Württemberg nach Fukushima die Wahlen und die Grünen haben dann ja gewonnen. Oder ein Moment wie 2019 in Österreich bei den Wahlen oder 2021 hier, die Fridays for Future, die ja die Bewegung für Klimagerechtigkeit, die ja dann auch dazu geführt haben, dass auf der parlamentarischen Ebene beispielsweise die Grünen gestärkt werden. Heute sind darüber alle oder viele frustriert, was die Grünen daraus gemacht haben. Ich möchte aber sozusagen neben diesen Indikatoren ein bisschen den strukturellen, historischen Kontext beleuchten, wie kommt es zu diesen konjunkturellen Entwicklungen. Viele erinnern sich vor 25 Jahren die ersten Krisen des Neoliberalismus, Russland, Brasilien, die sogenannten Tigerstaaten, gleichzeitig der Aufstieg der globalisierungskritischen Bewegung, zu dem sich Herr Medico auch immer erzählt hat, dann 9/11, die Weltwirtschaftskrise 2008, 2009, die Pandemie, jetzt der Angriff auf die Ukraine oder der Krieg im Nahen Osten. Und im Buch betonen wir zwei strukturelle Entwicklungen, um diese sozusagen ja sehr unübersichtlichen Konjunkturen einzubetten, nämlich einerseits, was unter dem Stichwort der Deglobalisierung verhandelt wird, und zwar nicht Deglobalisierung im Sinne von Walden Bellow, manche erinnern sich, vor 20 Jahren hat er sein Buch zur Deglobalisierung publiziert, genau 2004 auf Deutsch, sondern eine Deglobalisierung der herrschenden Kräfte, des Kapitals, des Kapitalismus. Und gleichzeitig gibt es intensive Kämpfe um eine neue Weltordnung, also die Intensivierung einer brutalen Geopolitik. Das wäre sozusagen meine erste jetzt Überlegung. Deglobalisierung von oben, also Deglobalisierung des Kapitalismus, gibt es inzwischen eine intensive Diskussion, ging ungefähr los 2008, 2009 und der Indikator ist, dass der Welthandel weniger schnell wächst als die globale Produktion. Das ist sozusagen von denen, die davon sprechen, eine Deglobalisierung. Also wenn Globalisierung bedeutet, der Welthandel, ne, die internationale Arbeitsteilung, der Austausch wächst schneller als die Produktion und Deglobalisierung ist eben das Gegenteil. Das ist die Diagnose, das bedeutet dann eben Globalisierung im Rückwärtsgang, wie Stefan Schmalz aus Erfurt das genannt hat. Die Lieferketten werden wieder territorial ein Stück weit renationalisiert. Das erleben wir, ich führe das gleich noch aus. Das Nearshoring, das Friendshoring, wie Biden gesagt hat, man muss sozusagen zurück in die Region mit der Produktion. Das ist selektiv unser Argument im Buch. Es ist keine allgemeine Trend der Deglobalisierung. In der Rohstoffpolitik bleibt es weiterhin eine Globalisierung. Aber wir nennen das deshalb eine selektive Deglobalisierung. Und dazu nur zwei Schlaglichter. Das erste, manche werden das mitbekommen haben, vor gut zwei Wochen hat Draghi, der frühere Nachbar von Medico als Präsident der Europäischen Zentralbank, den sogenannten Draghi-Bericht veröffentlicht am 9. September. Und Draghi, der Bericht, der sicherlich einflussreich werden wird, nicht umsonst jetzt im September für die neue Kommission lanciert, sagt, wir in Europa haben zu wenig Wachstum, zu wenig Produktivitätsfortschritt, zu wenig Innovation und wir verlieren vor allem im Hightech-Bereich. Was brauchen wir? Wir müssen das Wachstum anstoßen, wir müssen die Wettbewerbsfähigkeit anstoßen, um Digitalisierung, Dekarbonisierung und auch Aufrüstung voranzutreiben. Gleichzeitig sagt er, und Europa kriegt das hin, ne? Es ist sozial, tolle Jobs, viel Wissen und so weiter, aber wir sind in einer enormen Bedrohungssituation, weil die USA und China da voran sind. Stichwort E-Autos jetzt in Deutschland natürlich. Gleichzeitig sagt er, und das ist sehr relevant, dass die EU, das nennt sich dann Rohstoffpartnerschaften, ja, also im offiziellen Slang, muss sich den Rohstoffzugang in andere Länder sichern, über Abkommen, über Direktinvestitionen und anderes. Und dafür, und das ist jetzt wichtig, als Teil auch dieser neuen Geopolitik und der Deglobalisierung, der Staat soll ja eine wichtige Rolle spielen. Der Staat aber nicht als Staat gegen den Markt, gegen das Kapital, sondern um das Kapital zu stützen, um das sogenannte De-Risking, also das Risiko der Investition, herauszunehmen.
Also Draghi sagt, wir brauchen Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, um die Klimakrise, die Digitalisierung zu bekämpfen, die Digitalisierung voranzutreiben. Gleichzeitig bleibt, und das ist ja ein Kernelement der imperialen Lebensweise, eben die neokolonialen und heute eben auch die grünen Ausbeutungsverhältnisse gegenüber dem Süden, Stichwort Kupfer, Stichwort Lithium und anderes, unangetastet. Katrin Hartmann, die ja heute Mittag spricht, hat mit ihrem neuen Buch Öl ins Feuer das nochmal wunderbar aufgezeichnet, aufgezeigt, wie dieser grüne Kapitalismus, wie herrschaftlich, wie brutal, wie zerstörerisch er ist. Also, wir haben eine industriepolitische Konkurrenz und die wird von den herrschenden Kräften angenommen, ja, aber sozusagen im, natürlich unter ihrer Kontrolle. Antonio Gramsci hat das eine passive Revolution genannt. Es gibt durchaus starke Veränderungen, aber natürlich unter Kontrolle der Herrschenden. Ein zweites Schlaglicht, das mache ich ganz kurz, dieser Deglobalisierung, dieser neuen Geopolitik, sind die Infrastrukturpolitiken. Ja? Global Gateway der EU, die Belt and Road Initiative von China, die Infrastrukturen, ja, für die Produktion, für die Güter, für den Gütertransport, die sind ja hochgradig relevant für den Kapitalismus und die werden sozusagen sehr stark um die Zentren herum, also das neue Zentrum China, die alten Zentren organisiert. Das ist die geopolitische, also es sind Schlaglichter natürlich, ne? Die geopolitische, geoökonomische Konstellation. Zentral steht dahinter die Ausweitung, die Attraktivität, die Vertiefung der imperialen Produktions- und Lebensweise. China hat ja kein alternatives Modell, sondern der große Konsens, der große globale Konsens ist, das hat Thomas gerade schon gesagt, ist ja die Nicht-Infragestellung des Zerstörerischen. Ich gehe gleich nochmal genauer bei den Projekten drauf ein. Vielleicht, weil es aktuell ist, ich komme gerade aus Göttingen vom Kongress der deutschen Politikwissenschaft, der deutschsprachigen Politikwissenschaft und am Dienstagabend war Verteidigungsminister oder Kriegsminister, wie man ihn mehr nennt, Boris Pistorius, zu einer Festrede. Ja. Und es wurde nochmal sehr deutlich, wie die Eliten sich die Welt vorstellen. Für Pistorius ist die Trennlinie der Welt Demokratie oder Autokratie. Und damit ist Europa sozusagen auf der guten Seite. Und es hat alles sozusagen gerechtfertigt, ja, in der zweiten Hälfte seiner Rede natürlich die Aufrüstung, um sich gegen die Autokratien abzusichern. Aber Europa, alles läuft eigentlich gut. Also wir haben Probleme, aber sozusagen wir sind auf dem richtigen Weg. Und eine Dimension von tiefer Umweltzerstörung, von Ausbeutung des globalen Südens ist da draußen. Zurück zu unserem Thema. Im Buch, damit schließe ich meine erste Überlegung ab, im Buch nennen wir diese Konstellation Deglobalisierung, neue geopolitische, neue geoökonomische Konkurrenz, ökoimperiale Spannungen. Also wir argumentieren, diese geopolitische, diese geoökonomische Konkurrenzsituation können wir auch nur verstehen, wenn wir die Klimakrise und auch die Übernutzung der Rohstoffe, der Ressourcen in den Blick nehmen. In der Regel ist das getrennt, ja, im Draghi-Report spielt das nur eine Rolle, Europa soll sich den Zugriff sichern auf die Rohstoffe, aber sonst spielt das überhaupt gar keine Rolle. Und wir sagen, wir müssen es zusammendenken. Sonst können wir diese Dynamiken, die ja gerade erst losgehen, die sich noch intensivieren werden, gar nicht verstehen. Wir führen das im Buch an 8 Punkten aus, diese Ökomalspannung lege ich dann zur Lektüre nahe. Übrigens hier vorne die Bücher sind nicht als Konkurrenz für Land in Sicht für den Buchladen, sondern wer das Buchwerk rezensieren möchte, darf sich nachher hier ein Exemplar nehmen. Ich bitte dann einfach kurz den Namen aufzuschreiben. Also, ökoimperiale Spannung. Zentral ist aus unserer Sicht, wir argumentieren mit John Urey, einem US-amerikanischen Soziologen, der vor einigen Jahren argumentiert hat, der Aufstieg der USA, also der US-Hegemonie im Schatten Europa, Westeuropa nach dem Zweiten Weltkrieg, fand statt unter der Nichtrestriktion von ökologischen und Klimaproblemen. Die USA konnte sozusagen fossil getrieben sozusagen ihren Wohlstand oder den Wohlstand des globalen Nordens vorantreiben. Das ist für China nicht der Fall. Der Aufstieg Chinas findet unter enormen Rohstoff- und Klimarestriktionen statt. Und unser Argument ist darum herum dann entwickelt, das erzeugt Spannung und das erzeugt Konflikte um die Rohstoffe für die grüne Industrie. Die sind nicht einfach alle da im Überfluss, sondern es wird darum gekämpft, wo kommt das Lithium, wo kommt das Kupfer her für die grüne Transformation und auch für, natürlich für die traditionelle, für die nicht grüne Transformation.
Ich hoffe, der Punkt wird klar. Also wir müssen, glaube ich, genauer verstehen, genauer begreifen, wie diese geopolitischen, geoökonomischen Spannungen auch in einer Konstellation von Klimakrise, von Rohstoffumkämpftheit, Knappheit auch sozusagen, wie das zusammenhängt und wie das vorangetrieben wird. Ein zweites Beispiel nenne ich, weil wir in diesem Raum hier im Mai 2023, manche waren anwesend, hatten vom Institut Solidarische Moderne eine Strategiediskussion und Thomas Seibert von Medico kam, sozusagen hat das Beispiel Pakistan eingebracht, dass in zwei Sommern Pakistan aufgrund der starken Monsunregen ein Drittel des Landes überschwemmt war. Und die Konflikte um die Folgekosten der Klimakrise, von Dürren, von Hochwasser, von Überschwemmung, die können wir doch gar nicht überblicken. Das Geld, was der globale Norden Pakistan gegeben hat zur Bearbeitung dieser Krise, war weniger, als die deutsche Regierung im Ahrtal gegeben hat. Nur mal um so eine Dimension. Da ist eine Spannung drin, die wir begreifen müssen, die wir weiter ausarbeiten müssen. Das war meine erste Überlegung. Also das Geopolitische, das Geoökonomische und die Klimakrise zusammenzudenken. Das zweite, von Thomas jetzt schon als Frage auch an mich gerichtet, warum sprechen wir von Kapitalismus am Limit? Und wir sagen, kommen aus hier in Frankfurt, so aus der Tradition der kritischen Theorie, also Widersprüche, Spannung zu denken, weil sich die imperiale Lebensweise oder die imperiale Produktionslebensweise so stark vertieft, so stark auch attraktiv bleibt für viele Menschen im Zugriff auf die billigen Rohstoffe des globalen Südens, auf die Handys, auf die Autos, auf die Metalle für die Autos, auf die Energieträger hier, auf das Soja, das Futtermittel für das Billigfleisch, alle hier im Raum ausgenommen, das ist für viele attraktiv. Ja? Und das verschärft die Krise, wirkt aber und ist weiterhin das Versprechen, die Krise auch zu lösen, zu bearbeiten. Auch das, wieder der Tipp Katrin Hartmann bei Öl ins Feuer, ist das gut dargestellt. Wir nennen das im Buch eine monströse Normalität. Eine Normalität, die hergestellt werden soll, gerade in der Krise, die aber monströs ist, die zerstörerisch ist. Das ist das Grundargument des Buches der imperialen Lebensweise. Und wir schreiben das fort in zwei Dimensionen. Das erste Limit des Kapitalismus, die erste Begrenzung ist, dass sich die Südländer eine Grundlage der imperialen Lebensweise immer weniger gefallen lassen, nämlich den Mechanismus der Externalisierung. Stefan Lessenich, jetzt hier in Frankfurt, hat ja den Begriff der Externalisierungsgesellschaft geprägt. Also die Grundlage für den Wohlstand hier ist ein Externalisieren, ein Draußenhaben der negativen Voraussetzungen und Kosten. Ja? Schlechte Arbeit, Ausbeutung von Rohstoffen etc. etc. Und das wird umkämpfter. Also wir sagen nicht, der Kapitalismus wird um die Ecke zusammenbrechen, ja? Sondern, also keine Apokalypse, aber die Umkämpftheit, das ist das Limit des traditionellen Kapitalismus, der auf Expansion, auf Ausbeutung basiert. Und das zweite Argument des Limits ist, dass wir argumentieren, der Kapitalismus, nicht als Subjekt, sondern die dominanten Kräfte im Kapitalismus, waren historisch in der Lage, aus den Krisen heraus den Kapitalismus zu erneuern. Ja, 1929, die Krise des liberalen Kapitalismus führte zum Faschismus einerseits, aber andererseits auch zu dem, was wir dann den demokratischen Kapitalismus, den Fordismus genannt haben. Ne? War immer noch Kapitalismus, sehr herrschaftlich, aber es führte zu Massenproduktion, Massenkonsum, Integration von Beschäftigten, von Lohnabhängigen und anderes. Also der Kapitalismus hat auf die Krise von 1929 reagiert und auch die Krise dieser Nachkriegskonstellation, des sogenannten Fordismus, darauf hat der Kapitalismus reagiert, hat sich erneuert, das, was wir heute als neoliberale Globalisierung bezeichnen. Und wir argumentieren, es ist sehr wahrscheinlich, dass es diese Erneuerungsbewegung des Kapitalismus nicht mehr geben wird. Er wird sich nicht mehr stabilisieren, weil die Klimaereignisse zunehmen werden und weil allein die Folgekosten für die Bearbeitung, für das Wegräumen der Klimakrise enorm sind. Das heißt nicht, dass die Klimakrise hier alles zerstört, also nicht, manche erinnern sich noch an das Buch von T.C. Boyle, ein Freund der Erde, ist auch schon 30 Jahre alt, ja, wo es ja schrecklich in Kalifornien nur noch regnet und nur noch eigentlich ist das Leben scheiße, ja, es ist schlecht. Ja. Das ist es nicht, aber wir argumentieren im Buch in der Tradition, in der jungen Tradition der Kollapsologie, es gibt Kollapse und Kollaps bedeutet, dass Versorgungssysteme,
zeitweise zusammenbrechen und enorm Aufwand betrieben wird, die Versorgungssysteme in der Landwirtschaft, in der Infrastruktur, in den Städten wiederherzustellen. Vielleicht nur als aktuelles Beispiel, manche werden das mitbekommen haben, jetzt in Österreich ist eine der zentralen Mobilitätsachsen, nämlich die Westbahn, also die Zuglinie von Wien nach Linz und Salzburg, aufgrund der Starkregen kaputt. Zwei Tunnel sind einfach kaputt gegangen in dem starken Inselüberschwemmung. Und jetzt müssen enorme Ressourcen aufgewendet werden, um überhaupt wieder eine Normalität herzustellen, um sich eben in Österreich zu bewegen. Ich hoffe, der Punkt wird klar. Wir machen es an anderen Punkt, aber sozusagen der Kapitalismus wird aufgrund der sich zuspitzenden Krise, und das meinen wir nicht apokalyptisch, sondern als Beschreibung und auch als Erwartung, wird sich sozusagen nicht mehr in etwas erneuern können, sondern er wird im Krisenmodus bleiben. Das ist Kapitalismus. Meine dritte, jetzt habe ich die Zeit. Kann mir jemand ein Zeitsignal geben? Wie lange ich schon spreche? Viertelstunde habe ich noch. Okay, danke. Ich habe den Wecker falsch gestellt. Meine dritte Überlegung, das, was sozusagen, worum wir das Buch herum organisieren, sind drei Projekte, drei Szenarien, Versuche, um diese sich zuspitzende Krise des Kapitalismus, die multiple Krise, die Polykrise zu bauen. Das erste Projekt nennen wir eine autoritäre Stabilisierung der imperialen Lebensweise. Das kann sehr antiökologisch sein. Donald Trump, AfD, FPÖ bis ins konservative Lager hinein. Oder auch selektiv ökologisch, rassistisch konnotiert. Denken wir an Blocher in der Schweiz. Ja. Die schöne Schweiz, unsere schöne Heimat, die soll sauber bleiben. Das Problem sind natürlich für ihn die Migranten, die Geflüchteten. Also da wird auch schon was aufgenommen. Wir nennen das erstmal eine autoritäre Politik. Das zweite ist der Versuch von politischen, wirtschaftlichen Eliten, den Kapitalismus ökologisch zu modernisieren. Das sind ernsthafte Versuche, wirklich die Klimakrise zu bearbeiten. Und das dritte nennen wir eine solidarische Lebensweise, solidarische Perspektiven, wo es ja dann am Nachmittag ganz stark darum geht. Emblematisch könnte man jetzt auf einer PowerPoint-Folie sagen, bei der autoritären Stabilisierung im Mobilitätsbereich ist es das Verbrennungsauto, also der Verbrennermotor, bei der ökologischen Modernisierung ist das E-Auto und bei der solidarischen Lebensweise ist es der öffentliche Verkehr oder sind es sozusagen wegefreundliche Raumstrukturen, ja, dass man nicht 50 Kilometer zur Arbeit fahren muss oder 100, weil in Frankfurt die Mieten zu teuer sind oder weil eben die Funktionsräume zu weit auseinander sind. Das skizziere ich kurz, um dann unser Argument nochmal zu unterstreichen. Das Projekt einer ökologischen Modernisierung oder eines grünen Kapitalismus, das ist natürlich ein kritischer Begriff, grüner Kapitalismus, in der Regel wird man von grüner Ökonomie oder grünem Wachstum sprechen, hat einen Fokus, hat einen Kern, das sozusagen die Klimakrise bearbeiten soll. Das Stichwort, das wie ein Mantra vor sich hergetragen wird, auch im Draghi-Report rauf und runter, ist das der Dekarbonisierung. Also von den fossilen Energieträgern, Öl, Gas, Kohle, hin zu erneuerbaren Energieträgern, Solar, genau, Wasserstoff jetzt als immer wichtig werdender Träger, Wind und anderes. Der europäische Green Deal, den Ursula von der Leyen ja im Dezember 2019 präsentiert hat, sozusagen hat diesen Geist einer ökologischen Modernisierung des Kapitalismus, die Wiederaufbaupakete der EU während der Pandemie oder der Inflation Reduction Act von Biden. Und jetzt ganz wichtig, wir denunzieren, wir sagen nicht, das ist alles falsch, sondern wir brauchen diese Dekarbonisierung, aber sie findet in sozialen Verhältnissen, unter sozialen Verhältnissen statt, in der die anderen Logiken erhalten bleiben sollen. Wo wir wissen, dass, auf gut Österreich gesagt, das geht sich nicht aus. Das reicht nicht, wenn Wachstum nun auf grünes Wachstum getrimmt wird, weil wir aus allen Studien wissen, die sogenannte absolute Entkopplung von Wachstum und Rohstoffverbrauch oder von Emissionen, von Wachstum und Emissionen, das funktioniert nicht. Ich gehe da gleich noch kurz drauf. Der Finanzmarktkapitalismus wird nicht in Frage gestellt, sondern Draghi argumentiert, das Kapital soll nun eben verstärkt in die grünen und in die digitalisierten Bereiche gehen, um Europa wettbewerbsfähig zu machen. Und die koloniale Ausbeutung des Südens, die imperiale Lebensweise, wird auch nicht in Frage gestellt.
Also die Tiefe des Umbaus, die Tiefe, natürlich in einer anderen Sprache für diese Diskurse, aber de facto die tiefe Verankerung der imperialen Lebensweise, die wird nicht angegangen. Also wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Das ist sozusagen das Angebot der grünen Modernisierung. Das zweite Projekt der autoritären Stabilisierung der imperialen Lebensweise sind natürlich, und das hat enorme Konjunktur und tut weh, wahnsinnig weh, ist sozusagen das Spezifikum nun diesen antiökologischen Diskurs, die sogenannte Klimahysterie, zurückzuweisen, am rassistischen Alltagsverstand von Teil der Bevölkerung anzuschließen, dass eben dann doch die Migrantinnen und die Geflüchteten die Mutter aller Probleme sind, die berühmte Aussage. Die werden von den Medien großgeschrieben. Ich vermute, dass insgeheim viele Vermögende, viele Reiche das gar nicht schlecht finden, dass sie nicht sie schuld sind an dem Problem mit ihrem Vermögen, sondern dass es eben die Schwächeren sind, die aus anderen Ländern hierher kommen wollen, auch wenn sie es vielleicht gar nicht öffentlich sagen. Was wir aber machen, und das ist das Interessante nachher zu Eileen Heller, wir versuchen nochmal genauer zu verstehen, nicht nur sozusagen, was sind die Strategien von oben, sondern warum kommt das so gut an? Was macht das so attraktiv, die autoritäre Stabilisierung, und argumentieren in zwei Richtungen. Das eine ist, dass das Angebot der AfD oder jetzt auch zunehmend von Teilen der Union oder ÖVP und FPÖ in Österreich dockt an einer Kritik, an einem Unmut bei vielen Menschen, die sagen, dieses Angebot der ökologischen Modernisierung, also das andere Projekt, ist sozial total ungerecht. Die Eliten machen weiter wie bisher. Es wird die Ungleichheitsfrage nicht gestellt. Beim letzten Vortrag bei Medico habe ich Lukas Chancel, diese berühmte Studie, aufgerufen, die ist gerade damals 2022, ein paar Tage vorher erschienen, wo Lukas Chancel, ein Mitarbeiter von Thomas Piketty, zeigt, wie ungleich der ökologische Fußabdruck ist der letzten 30 Jahre. Das Top 1% global ist für 23% der Emissionen verantwortlich und die unteren 50% für 16% der Emissionen. Diese ökologische Ungleichheit, der Begriff von Chancel, die wird überhaupt nicht angegangen. Und warum sollen dann die Menschen den Gürtel enger schnallen, wenn es um die ökologische Wende geht? Hans-Jürgen Urban nennt das die ökologische Austerität, ne, die bei den Menschen so ankommt. Und das ist offensichtlich ein Einfalltor für die autoritäre Rechte, für den Verbrennermotor zu sein. Oder Nehammer, den ich jetzt, ja, vielleicht ist auch autoritär, also der jetzige Kanzler in Österreich, der sagt, wir sind Autoland Österreich. Ja. Wir sind für den Verbrenner und Klima, das ist alles gar nicht so dramatisch. Also es bleibt unglaubwürdig, und auch das ist eine Herausforderung für linke Kräfte. Was sind dann die Angebote, politisch die Initiativen, das zu verändern? Und das Zweite, woran die autoritäre Rechte andockt, erinnern wir, auch wenn jetzt das empirisch nicht so stimmt, aber damals ja eine große Konjunkturrückkehr nach Reims, also von Eribon, Didier Eribon, diese Diagnose sozusagen, dass die Globalisierungsverlierer, die unter den neoliberalen Verhältnissen eher verloren haben, dass die nun auch reagieren. Und dass sie auch reagieren, indem sie das Angebot der autoritären Rechten aufnehmen. Und dann kommt die Bedrohung von außen, von China, und ich weiß nicht, ob es Europe First schon gibt als Spruch, wahrscheinlich garantiert irgendwo, die Regierbarkeit soll wieder auf die nationale Ebene zurückgehen. Wir ergänzen diesen zweiten Aspekt, dieser Spaltung, dieser Ängste vor dem Umbau, die ernst genommen werden, ohne, ich rechtfertige damit nichts, aber da sind Ängste in der Gesellschaft, Abstiegsängste in diesem Umbau und in dieser Unglaubwürdigkeit der Eliten, dass sie sozusagen so weitermachen wie bisher. Und wir nehmen einen Begriff auf von Kara Detchett, einer US-amerikanischen Kollegin, die das mit einem sehr schönen Buch gezeigt hat. Sie nennt das die Petromaskulinität. Sie sagt, die Männlichkeit des fossilen Kapitalismus war eben auch eingeschrieben in die PS-Zahlen, in das Fliegen, in die Stärke, in die Weltreichweite, wenn man so will, mit Hartmut Rosa. Und das wird auch angegriffen. Und zwei Kolleginnen von uns in Wien, Birgit Sauer und Otto Penz, haben eine Studie gemacht und haben sich Reden angeschaut. Wir zitieren das ausführlich im Buch von Höcke und Kickel, wo sie genau diesen Angriff auf die Petromaskulinität aufnehmen in ihren Reden und verteidigen und sagen, wir halten nicht in der Begriff des Petromaskulinität, aber wir halten fest am Alten, das ist sozusagen Grundlage eurer Männlichkeit. Total interessante Zitate.
Das wäre sozusagen das Zweite. Und jetzt, ich komme zum Ende sozusagen dieser dritten Überlegung, nämlich was sind solidarische Perspektiven? Und ich will jetzt sozusagen das nur ganz kurz machen, weil wir den ganzen Tag dann dafür haben und will vor allem einen Gedanken sozusagen im Medico-Raum, also die internationale Ebene, nochmal betonen. Also die Bedingungen, wie schaffen wir die Bedingungen für ein gutes, ein auskömmliches Leben oder in unserer Sprache nicht auf Kosten anderer und auf Kosten der Natur leben zu müssen. Die infreie Lebensweise ist ja ein Strukturbegriff. Wir sind ja alle in der infreien Lebensweise drin, bei allen Handlungsmöglichkeiten. Wie schaffen wir sozial-ökologische Infrastruktur und gesellschaftliche Voraussetzungen, nicht diese imperiale Produktions- und Lebensweise jeden Tag reproduzieren zu müssen? Ja? Wie schaffen wir es, Freiheit nicht auf Kosten anderer, nicht auf Kosten der Natur zu realisieren und haben, das mache ich jetzt ganz kurz, um auf mein Schlussargument zu kommen, und da gibt es eine große Debatte, was sind andere Wohlstandsmodelle, also nicht Verzicht, vor allem nicht Verzicht der Schwächeren, sondern was sind attraktive Wohlstandsmodelle im Bereich Ernährung, wissen wir, die Landwirtschaft muss regional, ökologisch, saisonal sein, fleischarm oder fleischfrei im Mobilitätsbereich, das ist eh deutlich, raus aus dem Verbrenner und auch raus aus dem Elektroauto. Es geht nicht, dass 50 Millionen Elektroautos in Deutschland, ich weiß gar nicht, wo das Lithium herkommt für die Batterien. Aber ich will doch zum Schluss einen anderen Punkt stark machen. Also wir gehen im Schlusskapitel des Buches, haben wir verschiedene Vorschläge, gehen auf die Vergesellschaftungsdiskussion ein im Zuge von Deutsche Wohnen und Co. enteignen, machen das Argument des Rückbaus stark, Degrowth, Rückbau, Postwachstum, was bedeutet das, was bedeutet Konversion. Ich will aber ganz zum Schluss einen anderen Gedanken versuchen. Was heißt eine andere Globalität? Und aus unserer Sicht, wir nehmen die Debatten um Reparatur, um Wiedergutmachung auf, die ja auch durchaus in der Klimadebatte unter Loss and Damage läuft, also Verlust und Schäden, wie wird das ausgeglichen? Aber die radikalere Version ist natürlich sowas wie Reparatur und Wiedergutmachung. Und wir bräuchten etwas, ich habe das beim letzten Symposium auch schon gesagt, wir bräuchten dringend eine Debatte um eine neue alternative sozial-ökologische Weltwirtschaftsordnung und Weltordnung. Da gibt es kaum was. Ja, ich fahre morgen oder heute Abend nach Bogotá, weil wir seit 2012 eine Gruppe haben, Lateinamerika weit, wir sind drei Menschen aus Europa, Alternativen zur Entwicklung, Alternativen zu diesem Entwicklungsdispositiv. Wir haben sehr stark diese Debatte um Extraktivismus mitgeprägt und aus der Gruppe heraus kommt jetzt eine Initiative, die heißt der Ökosoziale und Interkulturelle Pakt. El Pacto Ecosociale Intercultural, wo eine Sache gemacht wird, die wir dringend auch hier bräuchten. Es werden systematisch Erfahrungen aufgearbeitet, die es ja schon gibt in den Gesellschaften und die werden mit Vorschlägen, die noch nicht realisiert sind, kurzgeschlossen. Also mein Plädoyer wäre, kritische Wissenschaft, emanzipatorische Kräfte, Medien und viele andere zusammenzubringen, um diese Erfahrung und auch die Vorschläge für eine andere Weltwirtschaftsordnung. Also diese große Frage, die sich gerade nur abspielt zwischen den großen Mächten, ja, China, USA und EU, immer von oben gedacht aufzählen. Und Thomas, du hast völlig, es ist keine alternative Global Governance. Das muss multiskalar, das muss translokal gedacht werden. Aber ich glaube, wir müssten da viel mehr reingehen, ja, mit unseren Wissensressourcen, mit unseren politischen Kräften, um das auszuhalten. Wir haben kleine Werbe. Einschaltung. Wir haben letztes Jahr ein Buch veröffentlicht, das heißt auch Neue Weltwirtschaftsordnung 2.0, das auch, kann man runterladen im Netz, wo wir mal versuchen, die alten Erfahrungen von 1974, also die Debatte in der UNO um die Weltwirtschaftsordnung, aufzunehmen und heute voranzutreiben. Also die Anti-Draghi-Perspektive, ja, einer Weltordnung, die sozusagen von oben kapitalgetrieben gedacht wird, in eine wirkliche, in eine solidarische Umzahlung. Danke für die Aufmerksamkeit. Jetzt. Uli, erstmal ganz herzlichen Dank für den wunderbaren Vortrag. Wir müssten jetzt eigentlich gleich weitermachen und das mit dem Diskutieren wird sehr schwierig werden. Jetzt, aber ich würde dir gerne eine Frage noch stellen, wenigstens eine. Weil
die alternative Weltwirtschaftsordnung, die wir brauchen, dringend brauchen, das werden wir wahrscheinlich hier nicht hinbekommen. Da gibt es jetzt zum Beispiel die Berlin Summit Declaration von dem Forum für New Economy, du hast das mitbekommen, im Mai, wo also Wirtschaftswissenschaftler aus aller Welt zusammengekommen sind und zumindest eine Annäherung probieren, im Sinne von, dass sie sagen, der Washington-Konsensus ist eigentlich gescheitert. Der hat dieses Ganze mit verursacht. Also wir brauchen eine andere Form von globaler Vergesellschaftung. Und sie spricht sich dann dafür aus, für Maßnahmen, die wesentlich deutlich machen, dass die von dir schon erwähnten Einkommens- und Vermögensunterschiede bekämpft werden. Sind das jetzt zum Beispiel gangbare Wege, die wir auch für uns, für Deutschland realisieren können? Also die Frage von Steuergerechtigkeit, höhere Besteuerung von Vermögen oder ein Grunderbe, soziales Erbe. Sind das Dinge, die da vorgeschlagen sind, mit denen man auch tatsächlich weiter könnte? Absolut. Also für mich ist der Berlin Summit, das ist so in so einer, das sind heterodoxe, kritische Wirtschaftswissenschaftlerinnen, das denkt sich in so einer alternativen Global Governance. Das denkt sich ganz stark Regeln. Wir brauchen natürlich Regeln. Also ich finde eine der interessanten Konstellationen in Österreich übermorgen, manche werden das mitbekommen haben, die SPÖ, die Sozialdemokratie, hat jetzt einen linken Spitzenkandidaten, Andreas Babler, der endlich mal wieder, also jenseits des progressiven Neoliberalismus der Sozialdemokratie, über Erbschaftsfragen, über Vermögensfragen, über Machtfragen spricht. Hoffentlich gewinnt er dazu, wenn er nicht dazu gewinnt, wird ihn die innerparteiliche Opposition sofort absehen. Ja, das zweite wäre aber mein Gedanke, und das kann man ja nicht schaffen voluntaristisch, deshalb habe ich 74 aufgerufen. Die Debatte in der UNO-Generalversammlung am 1. Mai, oder die Deklaration am 1. Mai 74, war ja eine des historischen Rückenwindes der dekolonialen Bewegung. Das war ja nicht einfach so, dass da ein paar kluge Leute zusammenkommen. Ne? Und wie schaffen wir sozusagen an vielen Orten wieder, und wie gesagt, nicht voluntaristisch, sondern weil es den Menschen einsichtig ist, wo sind die sozialen Bewegungen, die es ja auch teilweise gibt, die dann diese globale Dimension aufnehmen. Das wäre eine Aufmerksamkeit, damit können wir sozusagen dazu beitragen, zu sagen, es gibt natürlich, wird weiterhin Protestbewegungen geben, es wird weiterhin Solidaritätsbewegungen geben, wo kommen da diese globalen Fragen rein? Das wäre aus meiner Sicht, wir brauchen diese globalen Regelwerte, aber es wäre ein Plus, es wäre ein Gegensatz. Darüber auch weiter diskutieren müssen. Es tut mir leid, dass wir jetzt nicht ins große Gespräch hier mit dem Publikum kommen können. Aber Uli ist ja noch da, man kann mit ihm auch weiter diskutieren. Steht, glaube ich, gerne auch für Fragen nachher zur Verfügung. In der Mittagspause kommt er dann halt nicht zum Essen, das ist halt dann so.